an Bord der Sun Express 9901. Wir stehen hier in Seattle. Heute werde ich mal in Amerika ein bisschen fliegen. Und zwar von Seattle nach Las Vegas. Das wird ungefähr ein 2-Stunden-Flug, aber ich werde den entweder teilen oder vielleicht in Zeitraffer oder zwischendurch was rausschneiden. Nur nicht, dass ihr jetzt 2 Stunden lang hier zugucken müsst und so. Das ist ja natürlich Quatsch. Also in Seattle ist es jetzt 5 Uhr. Schieß mich tot. 4.35 Uhr. Wie ihr seht, haben wir draußen keine schöne Wetter. Das ist neblig ohne Ende. Also werden wir mal zusehen, dass wir hier aus dieser Suppe rauskommen. Ich habe mir das heute so überlegt. Ich werde zwar den Flugcomputer programmieren, aber fliegen werde ich KS. Oh Gott, oh Gott. Die beiden Buchstaben verwechsel ich leider immer. Kacke. Sup. Ich werde auf. Ich zeige das jetzt hier, ne? Weil ich nachher alles eingebe hier. Oder was ich gleich eingebe. KSEA, genau. KSEA. Ich werde aber heute komplett nach Funk fliegen. Also das, was mir der gute Mann da oder die am, ne? Und so. KLS. Was die mir sagen. Also ich werde nicht nach Bordcomputer fliegen, sondern, wie gesagt, nach dem, was er mir sagt, wie hoch, welchen Kurs, bla bla Sülz, welche Landebahn. So, wie ihr seht, fliege ich als erstes nach LKV. Blop. Next Page. Das mache ich bloß zur Sicherheit hier. J5. Nicht, dass er mir mal sagt, hier, ne, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu reden. Flieg mal alleine, weiter. Was ja mal sein kann zwischendurch. Denn die J92 nach BT. Zack. Execute. So. Das wäre das. Ja. Hier ist es ja jetzt auch drin. Okay. Perf in a. Achso, tanken. Wie ihr seht. 19.218. Ich gucke noch mal ganz kurz nach. Aber ich... Ach Quatsch, was mache ich denn für einen Blödsinn? Das hatte ich schon angegeben. 19.200... Ah gut, ich habe jetzt schon, ich stehe ja jetzt schon eine Weile, deswegen ist wahrscheinlich ein bisschen was weg. Gut, dann haben wir da alles drinne. Reserve 2 Tonnen habe ich gerechnet. Hier machen wir mal das, obwohl wir ja auch mit Höhe fliegen wir 35.000 Fuß. So, Wind. Ja, ich weiß nicht, warum er mir hier keinen Wind anzeigt. Entweder liegt das an der Maschine, weil ich habe mir von diesem Cibo-Mod eine neue Version runtergeladen, eine N irgendwie. Seitdem zeigt er mir nicht mehr an. Oder es liegt am Wetter, dass er die Wetterdaten nicht richtig lädt, weil an einer gewissen Höhe ist mit mal Wind wieder da. Keine Ahnung warum. So, ich werde mal hier gucken. Hier zeigt er natürlich nichts an. Wind. Oder wir gucken mal anders, und zwar hier bei den Wettereinstellungen zeigt er mir hier an 342 und 3 Knoten. Dann würde ich sagen, übernehmen wir das auch. 342 und 3 Knoten. 342, 342 und 3 Knoten. Blub. Eine Temperatur haben wir von 12 Grad. Habt ihr ja hier gesehen. Nur für die, die jetzt noch nicht wissen. Ansonsten steht hier nämlich Wind. Ne, falls ihr das... 12 Grad haben wir. Zack. So. Transition Altitude. Da mache ich mal 7000. So. N1. Wir gaukeln ihnen eine Temperatur von 32 Grad vor.
Takeoff. Ach, wieder in dieses Dreckding. Och, kann mir mal irgendjemand sagen, wie ich diese Scheiß ausschalten kann hier? Ey, das nervt mich so was von an, ey. Ich hab doch jetzt garantiert wieder den Joystick verstellt. Obwohl ich einen Joystick dran habe. Hier, könnt ihr gerne gucken. Da. Hab ich dran. Er erkennt ihn auch komischerweise. Ich habe gelesen, wenn ein Joystick dran ist, ist das Fadenkreuz weg. Aber ja, bei mir ist er leider nicht weg. Gut, egal. So, Tick-Off. Da machen wir Klappen 5. CG, keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe bei anderen Videos und bei meinen anderen fliege ich mir immer mit 8%. So, und dann habe ich einen Trim von 6, 78. So, 6, 78 haben wir. So, das, ich meine, ich finde das eigentlich ganz schön langsam, aber, okay, ein Abflug, eine Abhebegeschwindigkeit von 138 finde ich persönlich ziemlich langsam. Ich werde ein bisschen länger und so, aber ist egal. So, jetzt gucken wir mal. Gut. Ach so, ja, genau. Das Wichtigste. Ja, das finde ich hier bei dem ein bisschen doof. Er zeigt mir hier keine Sits an. Keine Ahnung warum. Deswegen machen wir das hier bei dem hier. So, Departure. Ach ja, genau. Da würde ich sagen, müssen wir jetzt erstmal... Hallo? Wo ist er? Hallo? Ja, irgendwie zeigt er mir jetzt gerade keinen Funk an. Habe ich da jetzt irgendwas ausgeschaltet? Ich kenne Pilz. Moment. Nee, hier war das. Nee. Habe ich hier was, habe ich hier vorhin was eingestellt? Nö. Was so? Hatte ich da wird ausgeschaltet. Mal gucken. Nö. Okay, ja gut, das war die Karte ein- und ausblenden. Die schiebe ich mal wieder auf meinen anderen Bildschirm hier. Ah, jetzt habe ich die. So. Das Ding. Zack. So, keine Ahnung, warum der jetzt mit mal kommt. Gut, die Warnung ist jetzt auch egal. So, der Flugplan. Der muss ja eingegeben werden ohne Sits und ohne Stars. Den kopiere ich mal. Habt ihr ja gesehen vorhin hier. So, Flugplan von KSEA nach KALS. Eine Flughöhe von 35.000. Und hier geben wir jetzt die Flugroute ohne Sit und ohne Star ein. Also einfach Punkt, Weg, Punkt, Weg, Punkt. So. Blub. Sierra, X-Ray, Delta, Niner, Niner, 1, Kilo, Sierra, Echo, Alpha, Altimeter, 2, Niner, Niner, 6. Alles klar, machen wir 2, Niner, Niner, 6. Das stellen wir doch gleich mal ein. Kilo, Sierra, Echo, Alpha, Altimeter, 2, Niner, Niner, 6, Sierra, X-Ray, Delta, Niner, Niner, 1. So. Okay, er war noch nicht fertig. Sierra, X-Ray, Delta, Niner, Niner, 1, cleared IFR to Kilo, Lima, Alpha, Sierra, as file. Maintain flight level 350, squawk 4702. Ja, machen wir. Cleared IFR to Kilo, Lima, Alpha, Sierra, as filed. Maintain flight level 350, squawk 4702, Sierra, X-Ray, Delta, Niner, Niner, 1. Auch eingestellt, okay. So, dann machen wir natürlich erstmal diese Lichttests noch an hier. Ach so, dann müssen wir hier ja noch die 35.000 einstellen, sonst kriegen die Jungs da oben keine Luft. Die November
Passagiere. X-ray, Papa, runway 16, right. Taxi via Alpha, Bravo, Charlie, hold short of runway 16, left. So, das machen wir mal alles an hier. Alpha, Bravo, Charlie, das machen wir nachher erst an. November, 02, X-ray, Papa. Nee, Quatsch, war das doch gar nicht. Das war das. Rauchen gibt nicht. Das machen wir ein auf Auto. Guti. Dann werden wir mal zur Taxi und dann werden wir mal sehen, welche Stadt man wir überhaupt nehmen sollen. Simbrief sagt, wir sollen nehmen 34R, aber das wird es bestimmt nicht sein. Oh, Alter. Achso, wo sollte der hinfahren? 16R, da müssen wir wahrscheinlich auch zu 16R. Oh, Alter. Nun los, komm, lass mich. Jetzt aber. Jetzt aber. Sierra, X-ray, Delta, Niner, sag ich doch 16, Alter. Runway 16 left. Taxi via Bravo. Hold short of runway 16 left. Runway 16 left. Taxi via Bravo. Hold short of 16 left. So, Runway 16 L. So, und dann sollen wir über den SIT Zuma 8, aber der wird's bestimmt. Nee, Zuma 9. Okay, dann nehmen wir Zuma 9. Und der erste Punkt wäre ja LKV gewesen. So, so programmieren wir das auch ein. Und ich würde sagen, das Departure... würde ich sagen, programmieren wir einen kurz, bevor wir beim Flughafen sind. Jo. Guti. Denn da heute ein bisschen neblig ist, habe ich das mal eingeschaltet. So, ich möchte mit dem Arsch gerne nach rechts. So, hier stellen wir, hups, hier stellen, na, was soll denn das? Achso, Entschuldigung, Bremse. So, hier stellen wir mal 190 ein. Erstmal. So, das mache ich an, das mache ich an, das mache ich an, 35.000, Startbahn 160, also stellen wir hier mal auf 160, also Startbahn 16 meine ich, Entschuldigung. Oh, das wackelt aber hier ganz schön. So, habe ich noch was vergessen? Gut, das an, das an, das an. Das finde ich bei der Maschine richtig gut. Dass die Lampen hier wirklich, wirklich wahnsinnig hell sind. Also das heißt wahnsinnig hell, aber... ne? So, die Blitzers machen wir jetzt auf der Startbahn an. Gut, das ist zwar jetzt nicht unbedingt nötig, aber ich mache es mal trotzdem. Guti. Dann tuck, achso. Klappen machen wir schon mal auf 5. Und wir düsen ab zur Startbahn. 16L. Auf dem Weg nach Las Vegas. Oh, was macht der denn hier? Mensch, Alter, hau mal mit deinem Wagen ab hier. Parkt der hier einfach seinen Rasen, ey. Seinen Wagen hier. So, nur fahr mal ein bisschen zu hier. Oh, nicht ganz so schnell. So, dann wollen wir mal gucken, was das für ein schöner Flug wird hier. Gott, nun fahren wir natürlich ein bisschen sehr kreuz und quer hier, aber muss gehen. Ja. Da startet gleich eine Skyhawk. Mensch, das ist aber auch ein Nebel. Junge, Junge, Junge. Also bei Nebel bin ich noch nie gestartet, glaube ich. Nicht, jedenfalls nicht, dass ich mich dran erinnern könnte. November.
2 X-ray. Papa. Contact tower on 119er.9er. Contact tower on 119er.9er. November 02 X-ray. Papa. So, Squawk machen wir eine HS an. TCAS meine ich, Entschuldigung. Ja, die Flugzeuge sieht man hier eigentlich auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich das bei dem letzten Video schon mal gesagt habe, wo ich die Maschine vorgestellt habe. Also hier diesen Zibo-Mod. Das finde ich eigentlich ganz gut. Eigentlich theoretisch. Jetzt muss ich mal gucken. Achso, wenn ich TCAS einschalte. Ich kann das ja mal kurz einschalten. Na wo ist er? Hopp. So, jetzt ist Traffic angezeigt. Jetzt müsste hier nämlich die andere Maschine, da ist er, mit dem Plus 00. Und da kommt sogar noch einer angeflogen. Cool. Ach, deswegen steht auch die andere, die Skyhawk, vorne an der Startbahn. Ah, ich habe gar nicht gelesen. Ich glaube, es stand, glaube ich, halten, ne? Na gut, solange das nicht für uns gedacht ist, muss ich auch nicht mitlesen. Auf jeden Fall muss da gleich einer angeschissen kommen. Da kommt es. Eine MD-82. Uhu. Müsste hier gleich eventuell zu sehen sein. Hier auf der Karte sieht man sie da kommen. Noch ist Plus 01 und gleich ist Plus 00. Dann ist er genau auf meiner Höhe, sozusagen. Seht ihr das da? Ah, wenn man ranzoomt, sieht man ja gar nichts. Jetzt ist er neben uns. Laut der Karte. Da ist er. Da sieht man ganz schwach im Nebel. Ja. So, Maus, gehen wir weg. Also direkt nur mit Flugkontrolle, also Flugverkehrskontrolle, bin ich noch nie geflogen, also zumindest im X-Plane nicht. Mal gespannt, wie die uns hier lotsen. Doch, einmal bin ich schon mal geflogen, und zwar in Innsbruck. Da bin ich nur mit ETC geflogen. ETC, ja. Und da wollte mich der Tower doch wirklich in den Berg rammen. Der hat gesagt, Descent, ne? Also runtergehen auf Meter und, Fuß. Und war auch, na nicht neblig, aber es war auch scheiße Wetter. Also da wäre ich fast, da wollte mich echt in den Boden rammen, der gute Lotse. Ach, der startet ja von einer ganz anderen. Ich muss ja jetzt hier, ach, hier vorne ist ja schon die 16L. Ah. Sierra, X-Ray, Delta, 9er, 1, Contact Tower on 119er.9er. Das mache ich. Contact Tower on 119er.9er. Sierra, X-Ray, Delta, 9er, 1. Tower, Sierra, X-Ray, Delta, 9er, 1. November, 01, X-Ray, Papa. Cross runway 16 left. Cross 16 left. November, 01, X-Ray, Papa. Ah, das ist da, wo wir gleich rüber müssen. Ah, der gerade gelandet ist. Der soll jetzt. November 02 X-Ray. Papa. Y heading 170. Okay, der muss ich wahrscheinlich auch 17. Heading 170. Runway 16 right. Cleared for takeoff. November 02 X-Ray. Papa. Ah, der Skyhawk darf jetzt starten. Bei mir steht noch die MD-82 direkt auf der Startbahn. Ja, deswegen darf ich noch nicht starten. November 01 X-Ray, Papa. Contact ground on 121.7. Contact ground on 121.7. November 01 X-Ray, Papa. So, nun los, komm. November 02 X-Ray, Papa. Contact center on. Okay, jetzt kann ich ja schon mal meine Blitzes ändern. Contact center on 124.2, November 02 X-Ray, Papa.
Sierra, X-ray, Delta, Niner, Niner, 1, fly heading 150, runway 15 left, clear for takeoff. Heading 150, runway 16 left, cleared for takeoff, Sierra, X-ray, Delta, Niner, Niner, 1. Ja, die Bodenmarkierung, die werde ich noch ausschalten. Also hier, dass er mir hier sagt, wo ich langfahren soll. Das ist ja fast wie Schitten, auf gut Deutsch gesagt. So. Da würde ich sagen, ready for takeoff, ne? Na, er ist eingeschaltet soweit. Achso, hier noch, sicherheitshalber, so. Und ich würde sagen, ab die Post. Gott, ist das ein Nebel. So, starten war ja hier 184. 134, aber wir wären mal so bei 150 oder so. Jetzt können wir hochgehen. Fahrwerk rein. Nee. Wir sind natürlich nicht. Oh, das war jetzt fast so hoch. Sierra, X-ray, Delta, Niner, Niner, 1, so. Contact center on 124.2. Und Geschwindigkeit halten. So. Was sagt er? Ja, machen wir natürlich glatt. Contact center on 124.2. Sierra, X-ray, Delta, Niner, Niner, 1. Pull up. Pull up. Hallo? Ah, ich habe vergessen, Höhe einzuschalten, ich kleiner Pilz. Das war jetzt mein Fehler. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Ich muss auch die Höhe eingeben. Das war jetzt ein ganz fataler Fehler. Oh, jetzt werdet ihr mich bestimmt hassen dafür. Ach, Quatsch. Ja, das war jetzt, ja, weil ich ja normalerweise fliege ich ja mit LNF und VNF, da wird das ja alles automatisch eingestellt mit der Höhe. Ja, ich verstehe sie. Center, Sierra, X-ray, Delta, Niner, Niner, 1. Sierra, X-ray, Delta, Niner, Niner, 1, Kilo, Sierra, Echo, Alpha, Altimeter, 2, Niner, Niner, 6. Ja, ich habe 2996. Kilo, Sierra, Echo, Alpha, Altimeter, 2, Niner, Niner, 6. Oh, die Startlichter habe ich ja auch nicht eingeschaltet. Oh Mann, ey, das ist jetzt wirklich sehr, sehr peinlich. Sierra, X-ray, Delta, Niner, Niner, 1, Y heading, 110. Also ich verspreche euch, beim nächsten Mal werde ich definitiv wieder meine Liste abarbeiten hier. Ich habe jetzt nämlich ohne Liste gearbeitet. Das ist nicht gut, das darf ich nicht nochmal machen. Oh, oh, das darf man nicht. So, ich bin ja gestern die Strecke schon mal dezent geflogen. Was ich mitgekriegt habe, er fliegt nicht diese Punkte ab hier. Gut, hier ist ja eingestellt die SIT. Ja gut, okay. Na, schau mal, guck, jetzt hat er hier eine gewisse, jetzt hat er den Wind drinne hier, komischerweise. Entweder lädt er den unten nicht, oder dass ich an dieser neuen Maschine hier, also an den Update hier, dass er unten keine Temperatur mehr anzeigt. Keine Ahnung warum. So, ich fliege, wenn ich per Hand fliege, immer mit 1800 Fuß pro Minute. Ich sollte auch mal langsam meine Klappen reinfahren. Ich bin heute echt... Ja, ich habe heute einen schweren Arbeitstag hinter mir. Deswegen bin ich irgendwie nicht ganz auf dem Laufenden heute. Aber zum Glück bin ich ja nicht so schnell eingestellt. Also das für die Klappen war ja alles noch in Ordnung soweit. So, dann könnte ich ja mal langsam auf 250 gehen.
So. Ah, jetzt kommt auch noch das schöne Wetter hier. Können wir ja mal draußen gucken. Jetzt, wo es langsam warm wird. Hell wird. Sieht sehr schön aus mit den Wolken. Ja, gefällt mir. Ui, was macht er denn hier für eine Anzeige? Na, die gefällt mir aber gar nicht. Ah, da hat er... Eigentlich hatte ich die gestern einprogrammiert hier. Keine Ahnung, warum er die jetzt schon wieder so nicht zeigt. Okay, dann werde ich mir den jetzt wieder umprogrammieren. So. Ja, also ich gucke mir gerne auf National Geographic oder das läuft ja auch auf Phoenix. War das Phoenix? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich mir gestern Medi. Ah, oh, Mensch. Na, Mensch, was macht er denn hier? So. Habe ich mir angeguckt. Medi-Alarm im Cockpit. Heading 150 Sierra X-Ray Delta 991. Das gucke ich mir immer ganz gerne an. Was ich sagen muss, das hat mich leider an diese schlimme Katastrophe von, war das vor 2 Jahren, hier mit Germanwings erinnert. Und zwar ging das da um einen Indonesien-Flug. Ich glaube, das war Indonesia Air oder wie die auch immer heißt, diese Fluggesellschaft, keine Ahnung. Oder India Air, nee, ach, keine Ahnung. Da ging es genau um dieses Thema. Da hat nämlich auch, aber diesmal war das der Pilot. Ja, der hat das Flugzeug in einem Senkrechtflug in den Boden gerammt. Also, das kann ich echt nicht verstehen. Also, ich habe auch richtig Erdbeerpelle gekriegt. Jetzt beim Erzählen kriege ich wieder Erdbeerpelle. Ja, das war, weiß ich auch nicht, nicht schön. Also, soll jeder mit seinem Leben machen, was er will. Aber da waren das, wenn ich mich nicht irre, 130, glaube ich, Passagiere und 7 Besatzungsmitglieder. Ja. Traurig sowas, traurig. Aber heute dürfte das ja eigentlich nicht... Heute dürfte das ja eigentlich nicht mehr möglich sein, wenn ich mich recht entsinne, weil es ist ja wohl jetzt wohl... jetzt darf ja nicht einer mehr alleine im Cockpit sein, ne? So war das doch. Weil da war das nämlich auch so. Erst ist der Captain, wollte sich die Beine vertreten. Um mal ganz kurz zu erklären, wie das abgelaufen ist. Also es ist nur eine Vermutung von der NTSB, also von der Flug... die Unfälle kontrolliert hier von Amerika. Dass der Pilot... Also das hat man ja auch bestimmt Rückhörer noch gehört. Ich vertrete mir mal die Beine. Dann ging er raus. Und damit mal war Aufnahmestopp von dem... von dem Cockpit-Stimmrekorder. Da gab es keine Aufnahmen mehr. Da vermuten sie, dass der Pilot beim Rausgehen die Sicherung gezogen hat, weil die ist ja gleich hinter dem... Ich glaube, das war sogar eine Boeing 737. Ja, also, warte mal, ich kann mal ganz kurz gucken. Okay, ja. Ja gut, hier sind hier die Sicherungen. Gut, vielleicht war das eine ältere Maschine. Und beim Rausgehen hat er nämlich hier hinter gegriffen und... Oh, das kann auch sein, dass hier die Sicherung drin ist vom Stimmrekorder. Aphis.
Autotrottel. November 02 X-Ray Papa Kilo Romeo November Tickets Altimeter 2996. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob man das hier sogar lesen könnte. Ups, 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 ups. Flight Control. Ja, hier ist alles 5555 oder sollen das die Ampere sein? Auf jeden Fall hat er hier irgendwo eine Sicherung rausgezogen für den Stimmrekorder. Genau, genau. Dann ist er nämlich wieder reingekommen ins Cockpit. So, und dann vermuten sie das nur, weil ja, wie gesagt, der Stimmrekorder war ja dann aus. Vermuten sie, dass er denn den, weil er den Co-Piloten vorher schon gefragt hat, ob er vielleicht auch was trinken will oder so, dass er ihn vielleicht rausgeschickt hat. Muss ja so sein, anders geht's ja gar nicht. Dann hat er wohl die Tür hinter sich zugemacht. Dann hat er noch die Sicherung ausgezogen von der Blackbox, die die Flugeigenschaften aufnimmt von dem Flugzeug. Und dann hat er das Flugzeug ganz hart nach rechts gedreht. Also bis auf Anschlag. Und dann ist das Ding im Senkrechtflug zur Erde. Die haben Tower-Aufnahmen, wie schnell die Maschine runtergegangen ist. Dann haben sie ausgerechnet, die muss mit 9000 Meter pro Minute ist die runtergegangen. Mit 9000 Meter, also das ist ausgerechnet, es ist wirklich ein Senkrechtflug gewesen. Also, oh, guck mal, jetzt fliege ich mit 2000 Fuß pro Minute. Die sind mit 9000 Meter pro Minute runter. Ja, das müsst ihr euch mal selber ausrechnen. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, wie viel Fuß jetzt, 2000 Fuß, wie viel Meter das jetzt sind, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber auf jeden Fall haben sie gesagt, der Absturz soll nicht mal eine Minute gebraucht haben. Circa knapp eine Minute irgendwie, oder waren das bloß 37 Sekunden oder so? Von oben, von, keine Ahnung, wie hoch die geflogen sind, von 10 Kilometer oder so. Waren das 10 Kilometer? Ja, kann sein. Runter bis auf Null. Also, oh oh, Mann, Mann, Mann. Schlimm, schlimm. So, ich würde sagen, wir genießen nochmal diese schöne Aussicht hier. Mensch, das sieht ja jetzt richtig geil hier aus. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur so aussieht wegen dem Nebel, der da unten vielleicht noch herrscht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, landschaftsmäßig richtig klasse hier. Boah, ich möchte nicht wissen, wie das in der Nacht aussieht. Hier ist bestimmt, ich weiß gar nicht, ist das ein Fluss oder ist das eine Straße? Sieht bestimmt richtig geil aus, wenn das leuchtet. Auch mit dem Berg. Das sieht aus wie von dieser einen Filmwerbung hier, wo immer hier da, ne? Das Logo. Geil.